You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. But I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? Da vorne wird's wieder heller. Lass uns mal einen Schritt schneller gehen. Ach, wenn euch das gefällt, was wir hier erleben in der Bretagne und wo unsere Reiseziele überall hingehen, würden wir uns freuen, wenn ihr euch auch die anderen Teile vor und nach diesem Video anschaut. Oder man hätte auch hier durchgehen können. Da, wo die hohen Bäume sind, ist der Campingplatz. Aus dem Sonnenuntergang, glaube ich, machen wir eher einen Sonnenaufgang. Aber der ist ja schon um 6 Uhr. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy. Allerlei Geschäfte in Richtung Souvenir und Mitbringsel. Praktisch ist es auch dabei. Aber alles, wo es was zu essen gibt, hat zu. Ja. Auf was anderes ist aber Verlass. Es fängt an zu regnen. Ist halt die Frage, haben die zu, weil es nur 18 Uhr ist oder weil keine Saison ist? Na, bis da vorne laufe ich noch. Hier haben wir den Segeljachthafen und ich könnte wetten, dass hier morgen der Markt ist, weil da stehen so komische Nummern auf der Straße mit Begrenzungslinien. Da bin ich ja mal gespannt, ob hier morgen der Markt ist. Keine Ahnung, wofür die Markierungen da hinten waren, aber ich glaube, der Markt ist hier. Weil hier steht, während des Marktes werden die Autos abgeschleppt, solltest du hier parken. Habt ihr hier direkt auch die Touristeninformation. Ich will jetzt noch mal diese Parallelstraße zu dem kleinen Boulevard gehen. Und da müsste ich irgendwie jetzt hinkommen. Da hinten ist es nämlich. Da sind auch noch Lokale und Geschäfte. Und überall, parallel hierzu, gibt es diese Stiege, um in die obere Etage des Ortes zu kommen. Aber das habe ich gleich noch früh genug vor mir. Also schauen wir mal, was hinten der kleine Boulevard zu bieten hat. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? So, ich gehe jetzt zurück und würde mal sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Oh, oh, ein Riesenrad in meinem Zirk. Genau. Also, das sieht jetzt, nachdem man ausgeschlafen ist und nicht mehr so gefrustet von der Odyssee gestern, richtig schnuckelig aus. Und hier ist echt eine, wie soll ich sagen, gediegene Geschäftigkeit. Oder ja, jetzt hat auch der Bäcker auf und da vorne, hier sitzen immer die Einheimischen. Da war gestern Abend richtig Action und die anderen Lokale hatten größtenteils zu. Aber wir haben ja auch noch nicht Hauptsaison. Und jetzt. Oh, Quatsch, nicht so viel ist hier so mal. Genau, Mangiare. Ah, nee, fahrt das andere Land. Wesentlich mehr los als gestern Abend. So mal. Gestern Abend auch gut. Cool. Die hatten teilweise gestern Abend die Läden zu, da konntest du gar nicht so reingucken. Ja, ich werde es noch probieren. Das machst du nicht. Ja. Das machst du nicht. Nee, das mach ich nicht. Weil ich nicht gefrühstückt habe. Ja, Pech gehabt. Dicke Bohnen. So, sind wir jetzt fertig? Nein, jetzt kommt der interessante Markt. Da gab es das zu essen. Da gibt es den Rest. Da ist nämlich eigentlich der Markt. Oh wei. So, Markttag beendet. Tut der Fall, auf meine Lehren. Dein Rad wackelt. Schön.
Nee, das war kein Regen. Das war Kaka von oben. Ja, so ist das. Freie Natur. Hatte meine Frau schon mal so sprachlos gesehen? Ich noch nicht. Ja, ich überlege, ob wir noch eine Nacht, also noch, ja, aber ich denke, wir fahren morgen weiter. Weil die Küste ist ja doch mal mehr grün, mal weniger grün auf den Felsen, aber ziemlich identisch. Und wir sind ja nicht mehr weit von der rosa Granitküste. Und mich reizt aber auch noch der Golf von Morbihan. Oder Morbihan? Morbihan? Keine Ahnung, irgendwie Morbihan geschrieben. Also von daher. Genießen, einsaugen, weiterfahren. Aha. Nein, ich. Also hier. Wenig Touristen hier. Ist ja noch alles, das siehst du ja, die ganzen Fensterläden an den Häusern sind zu. Stehen auch keine Autos davor. Ich denke mal noch 2-3 Wochen, dann kommen die ersten Touristen. Dann im Juli sind ja hier und im August sind hier Ferien. Und dann kannst du hier echt über die Köpfe laufen. Dann machst du ja nicht umsonst hier so eine Animiermeile. Dann sind wir schon nicht mehr da. Nee, also muss ich auch nicht haben. So ist dann lieber Jäckchen drüber, aber ich kann mich relativ frei bewegen. Würde zwar gerne auch ein T-Shirt und kurze Hose rumlaufen, aber das machen wir dann an den Wochenenden, wenn wir zu Hause sind, also und unterwegs sind. Machen wir dann an der Mosel wieder. Ja. Was ist denn mit der Karte? Ich kann den Namen sonst nicht sagen, wo wir hinfahren. Saint-Quay, Porture. Nee, auch nicht. Portreux, Pembol. Lest selber. Ich krieg das nicht ausgesprochen. Sachen vom Markt sind verstaut. Heute Abend gibt es halbleckeres. Das halbe Baguette ist nämlich schon wieder weg. Frag mich immer, wer bei uns die Baguettes ist, wenn ich auf Toilette bin. Baguette. Und jetzt fehlen nur noch Oliven, aber die waren mir auf dem Markt echt zu teuer. Ist Kilo 39,90 Euro. Frische Oliven eingelegt, aber es war mir doch ein bisschen viel. Und ansonsten ist es heute arschwindig. Ich bin mal gespannt, ob der Wind sich wieder legt, weil jetzt ist nicht so gemütlich. Fahren wir Fahrrad. Wir haben nämlich jetzt Gegenwind. Ja, die Richtung nehmen wir. Blauer Himmel.
Den kriegst du nicht. Guck mal, das ist ein Porsche. Mhm. Kriegst du wieder, braucht man hier nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Steht da, kaut genüsslich. Und anstatt mal die Räder aufzumachen, dass ich auch was zu essen krieg. Wir sind platt. Das war irgendwie gerade ziemlich windig. Und die flotte Fahrt nach Saint-Cuis, oder wie es da hieß, war ja eine rasante Fahrt, weil bergunter ging. Mhm. Zurück. Bergunter oder bergauf. Genau, zurück ging das nur bergauf. Ich habe ja dann gedacht, fahren wir nicht die Straße, die wir gekommen sind, fahren wir die andere. Da gab es aber keinen Fahrradweg. Und da setzte langsam schon so ein bisschen der Berufsverkehr ein. Oh, heute nur Brot, Radieschen und Tomaten. Für dich, ich war auf dem Markt. Ich habe was Leckereres. Du kannst alleine essen. Kannst du auch alleine essen. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ziegenkäse. Reifer Käse. Wenn du mich zeigst, zeigst du auch einen reifen Käse. Super machst du das. Nein, das war der Ziegenkäse. Verschiedene Würste und Baguette. Da kommt, ja. Da kommt noch einer, der hat aber nichts zu essen. Markt hat schon Feierabend. So, dann Prost. Zum Wohl, meine Freunde. Seid ihr meine Freunde? Ja, ne? Habt ihr mir ein Abo dagelassen? Dann seid ihr meine Freunde. Danke, Kommentar tu's auch. Tschüss. So, dann schauen wir mal, wo meine Frau ist. Ach, die sitzt schon am gemachten Frühstückstisch. Guten Morgen. Heute haben wir nicht so lange geschlafen, aber dafür schien schon die Sonne. Das Wetter soll heute ja keine Wolken werden. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und 16 Grad, leicht bewölkt. Wenn du dich hier mit dem einen oder anderen, der regelmäßig hier Urlaub macht oder auch mit den Bretonen selber unterhältst, die haben noch nie so einen kalten Mai-Juni-Anfang gehabt wie dieses Jahr und auch keinen so nassen. Also normalerweise hast du hier schon über 20, an die 25 Grad. Wir sind froh, wenn wir die 18 erreichen. Also wettermäßig haben wir echt Déjà-vu. Wenn wir fahren, regnet es. Das haben wir immer. Es ist auch immer windig. Heute ist kein Sturm angesagt. Das war gestern. Morgen gibt es auch wieder welchen. Und von daher machen wir euch gleich noch, bevor wir weiterfahren. Wir fahren heute weiter. Das Stellplatzvideo hier von diesem Campingplatz Municipal in Binic. Und dann fahren wir weiter zur Abtei Beaufort bei Pombol. Ja, bleibt dran. Wir haben wieder schöne Sachen oder schöne Landstriche, die wir euch zeigen wollen. Und geht natürlich auf das Stellplatzvideo, weil den Platz hier kann ich euch wirklich nur empfehlen. War seit langem, ich glaube dieses Jahr, wo wir überhaupt unterwegs waren, wenn ich auswärts geduscht habe, die beste Dusche. Wasser, Wasserstrahl, top. Schaut ins Stellplatzvideo. So, und jetzt wird gefrühstückt. Ciao, ciao. Noch gerade von den Nachbarn verabschiedet, euch vorher noch das Stellplatzvideo oder Campingplatzvideo gemacht und jetzt geht's weiter in Richtung Pombol. Die rosa Granitküste ruft. Mal gucken, ob wir bis zur Abtei Beaufort kommen, ob wir da uns hinstellen oder was wir machen. Wir lassen uns überraschen, haben noch einen guten Tipp vom Nachbarn bekommen, wo die nächste Reise hingeht und ich glaube, ich habe jetzt ausnahmsweise mal einen Plan, aber den verrate ich euch nicht. Das soll ja spannend bleiben. So, wir genießen jetzt die Strecke vom Auto aus, die wir gestern mit dem Fahrrad gestrampelt sind.
Vielleicht kommt euch das ein oder andere Bildchen hier bekannt vor. Wir sind nämlich gestern hier mit dem Rad gegurkt. Mit absolutem Gegenwind. Und ich sitze heute hier, guckt, nackter Arm, im T-Shirt. Sitze. Genau. Du Fliegengitter, was filmst du für einen Scheiß? Wer hat bei uns den Kameramann gelobt? Ihr meint bestimmt die Sequenzen, die ich normal filme. Regieanweisung, man öffnet vor dem Filmen das Fliegengitter. Nicht frisch werden, sonst bist du im nächsten zu so komischen Stäben. Ja, bist du ja schon, mal Fliegengitter wieder zu. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ich wollte euch ja jetzt sagen, wo wir sind, aber... Ja, wir sind hier. Wir sind hier, wo die Sonne ist. Wir sind in... Wie heißt das Dorf hier? Kann ich nicht lesen, scheint die Sonne drauf. In dem Örtchen, wo die Abtei Beaufort ist, auf dem Camping Municipal Krukin oder so ähnlich. In irgendeinem Dörfchen. Ich sag ja, Hauptsache ist es jetzt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich guck hier schon nach, aber die Sonne blendet jetzt so. Also das gehört zu Pambol. Aber das ist ein Vorort. Es sind noch 2 Kilometer bis zum Hauptort. Egal. Da vorne ist ein Türchen zum Strand, dahinter ist der Strand. Den Rest filmt Alfred. Ich bleib heute hier sitzen. Heute nimmt Alfred euch mit auf Exkursion. Da werdet ihr nicht weit kommen. Das geht dann bis zum Grill und zurück. Vielleicht noch bis zum Kühlschrank für den Radler. Ja, richtig. Das wird dann Short. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann nehme ich euch gleich mit zur Abtei. Auch ohne Abo. Aber ein Like, das ist wenigstens drin, oder? Und Kommentare, Leute, Kommentare. Genau, ob es euch auch so schlecht geht mit eurem Mann auf Reisen. Ich habe hier von Kommentaren gesprochen, also... Andersrum. Wir gehen gleich rüber zur Abtei. Das ist Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Aber da ein alter Mann länger braucht, denke ich mal, gehen wir um 13 Uhr los. Ich weiß ja, wie viel Uhr wir haben. Der Weg bis zur Abtei sind 12:45. Der Weg zur Abtei vom Campingplatz aus, da hinten ist auch noch mal so ein Türchen, sind laut der Rezeption 2 Minuten. Wenn ihr gleich diese liebliche Stimme vermisst, dann bin ich allein unterwegs. Ich hab euch lieb. Die Tür ist für dich und die kleine ist für mich. Siehst du? Ich habe ja Höhenbegrenzung. Ich pass. Ja, so ein Brett vorm Kopf vor allem. Ach nee, da war ja auch ein Balken bei mir. Ja. Aber meiner hat einen Stich, einen Wurmstich und deiner nicht. Ja. Was sagt uns das? Ja. Da sag ich nichts zu. Ich mach mal lieber ein Foto.